Begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Israelische Sicherheitskräfte haben am Mittwoch in Jerusalem einen mutmaßlichen Attentäter erschossen. Der Palästinenser war in eine Gruppe Grenzpolizisten gefahren. Ein Mann und eine Frau wurden verwundet. Polizisten schossen auf den Angreifer. Dieser erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich im Stadtviertel At-Tur, östlich des Ölberges. Arabische Augenzeugen sprechen von einem Unfall. In Jerusalem sollte es keine Bürger zweiter Klasse geben. Das hat Israels Staatspräsident Rivlin am Sonntag bei einer Zeremonie auf dem Munitionshügel betont. Anlass war der Jerusalem-Tag, der an die Wiedervereinigung der Stadt vor 48 Jahren erinnert. Rivlin sprach sich dafür aus, die Kluft zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil Jerusalems zu verringern. In der Altstadt beteiligten sich zahlreiche Israelis am traditionellen Marsch zur Klagemauer. Im muslimischen Viertel kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen israelischen und palästinensischen Jugendlichen. Das israelische Militär löst seinen einzigen rein drusischen Verband auf. Damit kommt es den Bestrebungen der Drusen entgegen, die sich stärker in die Armee integrieren wollen. Das Heref-Bataillon wurde 1974 eingerichtet. Derzeit dienen dort noch etwa 400 Drusen. In der Armee insgesamt sind es 2300. Die Drusen hatten nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 auf das ihnen angebotene Privileg der Wehrdienstbefreiung verzichtet. Stattdessen verpflichteten sie sich, den jüdischen Staat zu verteidigen. Papst Franziskus hat in einer Privataudienz den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Abbas, willkommen geheißen. Er überreichte ihm bei dem Treffen eine Medaille mit einem Friedensengel, um den schlechten Geist des Krieges zu zerstören. Am Sonntag sprach Franziskus im Beisein von Abbas zwei Ordensfrauen heilig, die im 19. Jahrhundert in Palästina unter osmanischer Herrschaft lebten. Ein gleichgeschlechtliches Paar braucht nicht mehr gleichzeitig in den Reservedienst der Armee zu gehen. Ein Partner könne sich um die Kinder kümmern. Diese Regelung galt bis dato nur für heterosexuelle Paare. Jetzt tritt sie für jedes Paar in Kraft, das als Familie mit Kindern zusammenlebt. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.